Meine lieben Freunde, herzlich willkommen beim Livestream. Wir haben uns lange nicht gesehen, gefühlt schon eine halbe Ewigkeit. Zum einen habe ich zwei Themen. Das erste Thema ist, tatsächlich gibt es jetzt hier was Nigelnagelneues auf dem Markt. Und zwar den Bob. Das ist Bob. Bob ist ein sogenanntes Bug-Out-Bag. Ein Rucksack, ein Notfallrucksack, ein Fluchtrucksack, der bereit zu Hause steht. Mit allem Schnipp und Schnapp, was man so braucht, wenn es halt darum geht, fluchtartig das Zuhause zu verlassen. Ich hatte mal einen Fluchtrucksack gepackt, auch mit dir zusammen, Max. Weißt du noch, der von der Bundesregierung empfohlen war? Der war jetzt so... Der war okay. Der wurde übrigens, kurzer Einwurf, der wurde überarbeitet. Ah, aber nicht wegen mir. Ich weiß es nicht, aber es gibt ein neues PDF und so ein neues Buch mit Updates und auch viele Sachen, die du daran kritisiert hast, sind jetzt tatsächlich da drin. Das wäre ja mehr als zufällig. Das wäre schön, wenn ich da quasi so ein bisschen was beitragen konnte. Und ach, das zweite Thema, ganz wichtig natürlich, und zwar zum Thema mein Prepper Knife. Ist immer noch in der Prototypphase, wir sind immer noch am Entwickeln und Machen und Tun und Verbessern. Und beim letzten Mal bei einem Video, habt ihr ja sicherlich gesehen, habe ich tatsächlich das Ding hier in den Schraubstock gepackt. Und habe das quasi einmal geknickt. Dazu muss ich natürlich mal ganz kurz was einwerfen. Es ist ganz wichtig zu verstehen, warum das überhaupt so passiert ist, wie es passiert ist. Mir hatten da so ein, zwei Informationen gefehlt, die ich gerne nochmal nachtragen wollen würde. Zum einen ist es so. Dieses Prepper Knife ist ja eine Kombination aus einem stinknormalen Messer, einem sehr brutalen, einem sehr leistungsfähigen und einem sehr stabilen Messer. Die Spitze, wie man hier vorne sieht, ist relativ dünn. So, man sieht es genau. Die Spitze vorne ist tatsächlich absichtlich etwas schmaler zusammenführend gemacht, einfach um einen Fisch auszunehmen. Das war der ganze Grund dahinter, weil man hätte genauso gut auch wie bei anderen Messern einfach vorne noch genauso dick weitergehen können, dann wäre das nicht passiert. Aber ich will halt damit auch Filigranes machen und will auch diese Stechwirkung haben. Keine Ahnung, um mal ein Schlauchboot zu kentern oder so. Ganz logisch. Wenn man so unterwegs ist und man macht so eine Tour mit dem Schlauchboot. Ey! Sorry. Also, in der Prototypphase finde ich, ist es wichtig, gerade solche Schritte nochmal zu erklären. Das ist übrigens der, den ich selber zusammen mit Nanka vom Schmiedeglut gemacht habe. Und jetzt aktuell könnt ihr das Messer auch schon vorbestellen. Wir sind jetzt in so einer Phase angekommen, wo es halt möglich ist für euch, das Ding vorzubestellen. Dann seid ihr einer der Ersten, die sofort davon eins haben können. Ich glaube, man kann es auch schon customizing, soweit ich weiß. Meine finale Version, wie ich sie haben will, ist immer noch nicht bei mir. Ich hatte jetzt das Schwarze, das war der Prototyp, den habe ich in Schweden getestet. Und zum anderen halt auch der hier, den wir halt selber gebastelt haben, nach Vorlage und so ein bisschen in Richtung Vorstellung. Das Survival Kit, was ja hier mit einhergehen soll, ist auch in der Planung und in der Produktion. Es ist halt alles noch in einer Phase, wo es halt sehr, sehr wichtig ist, abzuschätzen, wie, was, wo funktioniert. Also gebt mir da einfach noch mal ein bisschen Zeit. Ich bin auf jeden Fall dran. Weil mir ist es wichtig, dass am Ende was entsteht, wo ich sage, ey, das ist genau das, was ich alles brauche und will, optimiert auf mein Messer. Nicht irgendein Messer, wo ich meinen Namen drauf drucke, sondern wirklich eins, wo ich sage, ey, da habe ich aktuell, mir fallen Äste vom Baum, wirklich sagen kann, ey, da habe ich mitgewirkt und das hat alles Hand und Fuß und es hat auch alles einen Grund, warum, wie, was, wo ist. So, wie auch bei dem hier. Das wollte ich nochmal kurz als Update drüber schicken. Das ist ganz wichtig, weil da gab es so ein paar Fragen so, hey Martin, aber wenn das bricht, ist doch scheiße. Nee, das musst du gar an der Stelle brechen, weil es gar nicht anders geht. Ne? Das ist halt so, der Schraubstock kann ich nachgeben. Holz zum Beispiel haben wir das Problem nicht. Da gibt halt einfach dann das Holz nach und nicht die Spitze. So, das wollte ich nochmal loswerden, das ist ganz wichtig. Und ja, wir sind weiter dabei und ihr dürft auf jeden Fall gespannt bleiben. Ich bin immer noch in der heißen Phase. Ich freue mich schon darauf, wenn ich dann endlich mal den finalen oder das finale Messer bekomme. Sollte ich das bekommen mit dem Survival Kit. Wird eh getestet. Da fahre ich in die Wildnis und dann wird das quasi auf Herz und Nieren geprüft, bevor es überhaupt irgendeiner da draußen bekommt. Erst wenn ich einen Stempel gebe, pff, approved, dann geht's raus, vorher nicht. So, das war zum Thema Prepper Knife SPK 23. Natürlich haben wir noch ein anderes Thema, da gehen wir mal gleich demnächst dazu rüber. Den packe ich mal kurz zur Seite, erkläre ich auch gleich, warum ich den zur Seite packe. Und tatsächlich hat der liebe Niklas, Küsse gehen raus, hat quasi in seinem neuen Niklas & Fire Shop das sogenannte Bugout Bag, also den Bob quasi entwickelt. Für alle die halt keinen selber keinen Bock haben, irgendwas zu packen und zu machen und zu tun, hat er gesagt, okay, ich entwickle quasi dieses Bugout Bag. Er nennt ihn liebevoll Bob. Hallo Bob. Hallo Bob. I love you Bob. So, dazu gehört dieser Rucksack, wie man ihn jetzt schon sehen kann. Ich würde was fast behaupten, ich weiß nicht, wie viel Liter er hat, aber ich habe hier so eine wunderbare Liste. Und ich finde, die nehmen wir schon mal raus. Da ist nämlich die Inhaltsverzeichnis vom Bob. So, und dann gibt es den Bob, einmal in Schwarz und einmal in Oliv. So, und ich gucke heute quasi rein und will halt herauskriegen, ist der wirklich so gut, wie er sagt? Oder fehlt da vielleicht sogar noch was? Oder gibt es Verbesserungsvorschläge? Also von meiner Seite aus, weil ich halt das Ding schon ein paar Mal probiert habe, selber auch mal eingepackt habe, bin ich halt mega gespannt, was hier drin ist. Ein solider Rucksack. Ich habe den auch schon nur ein, zwei Mal, glaube ich, in meinem Daypack gehabt. Da war ich in der Bunkertour, da hatte ich den bei. Der macht, was er soll. Robust, sieht gut aus, hat viele tausend Fächer, da haben wir ein Fach,
der anderen Seite haben wir ein Fach. Hier an der Seite, ich glaube, es sind für Wanderstöcke so eine Schnüre drin. Vorne sind zwei Karabinerhaken zur freien Verwendung, zur freien Verfügung. Ey, ganz ehrlich, die Dinger halten zwar keinen Menschen aus, aber du kannst halt alles ranbamseln. So eine Trinkflasche oder einfach so der Pullover oder eine Jacke oder sowas. Und was ich richtig geil finde bei dem Rucksack, ist dieser Toploader. Du kannst einfach vorne, du musst den jetzt nicht oben, wie so dieses Hauptfach, alles oben reinschupfen. Nein, du machst einmal komplett auf. Ah, das kenne ich von Kamerataschen. Das ist geil. Das ist gut gedacht und übernommen. Das packe ich mal zur Seite, weil das ist da nämlich nicht drin. Das ist da auch nicht drin. Muss natürlich gestehen, ich habe schon beim Packen schon mal so ein, zwei Gedanken aufgeworfen. So, das ist jetzt quasi der ganze Inhalt. Ihr seht auch schon, der ist nagelneu. Ich habe den auch noch nicht ausgepackt, deshalb, das machen wir zusammen. Und ich lege einfach mal los. Ich guck mal, was hier so drin ist. Ich würde das vorne einmal kurz drapieren hier, dass man das so ein bisschen sieht. Ah, guck mal, geil. Es gibt den Bob-Patch. Finde ich gut. Life is nothing without a patch. So. Jetzt können wir nochmal in den Rucksack reingucken, weil der hat hier so ein inneres Tragegestell. Hier siehst du so diese Aluminiumstreben. Ich glaube, die kann man hier auch besser sehen. Ja, die sind hier so verarbeitet drin mit so einer Platte. Dann hast du halt so ein Topfach für eine Isomatte. So kenne ich es von der Bundeswehr. Ein paar Trockenpatchen, die meinen wir nicht. Also von der Sache her schon mal ziemlich cool. Wie gesagt, dass das ein Toploader ist, ist halt absolut geil, wirklich. Finde ich geil. So, der hat eine ganz normale Kapuze oben drauf, ist auch logisch. Hier ist nochmal ein Hauptfach drin. Was haben wir hier? Raincover ist auch mit dabei. Finde ich auch. Fehlt bei so vielen Rucksäcken. Ist immer so ein Ding, wenn es halt wirklich anfängt zu schiffen. Klar hält der im Moment was ab, aber einfach vorne drüber gestülpt. Also es ist wirklich in Sekunden gemacht. So. Nächster Vorteil bei so einem Raincover ist, dass du es einfach auch in den Dreck packen kannst oder in den Schmutz. Weißt du, das ist halt auch cool. Wird halt nicht nass. So, ist aber mit bei. So wird der halt auch schon ausgeliefert. So, können wir das mal wieder reinpacken hier. Bam, 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 bam. Das ist der Rucksack, genau. Ich weiß jetzt nicht, ich gucke mal gerade auf die Liste drauf. Auf jeden Fall, der Patch haben wir hier. Sehr geil. Dann Packsack 10 Liter. Ich glaube, das ist das hier, ne? Das ist ein Packsack. Also man kann natürlich, und das darf man immer nicht vergessen, das ist jetzt hier nur also quasi mit der Gier ausgestattet. Jeder muss natürlich daran denken, noch ein Schlüppi einzupacken, sich noch eine Zahnbürste da reinzupacken. Das setzt sich einfach für jeden Einzelnen selber voraus. Also das ist natürlich Quatsch, dass das quasi in diesem Bag dabei ist. So, da ist er, 10 Liter, zur freien Verfügung. Ich sag mal so, Dreckwäsche. Ich sag mal so, wichtige Elektronikgeräte, die halt nicht nass werden dürfen. Bug-Out-Bag bedeutet natürlich auch, dass es halt schon gepackt dasteht. Da geht es nicht darum, den noch vollzuladen und dann loszurennen, sondern der steht immer gepackt an der Seite irgendwo im Schrank. Krosslibelle. Irgendwo griffbereit. So, Packsack, haben wir. Multitool mit Karabiner. Gut. Ich vermute mal ganz stark, das ist hier drin, weil vom Gewicht her würde das passen. Ja, guck mal hier. Kannst du dir auch einen Gürtel schnallen? Ja. Mal hier den Test. Siehst du das? Mhm. Ja, easy. Finde ich gut. Sag ich mal, was sind da so für Tools dran? Ja, ich guck gerade. Zange auf jeden Fall. Richtig. Schon mal sehr gut. Die hat sogar eine Feder. Irgendwas federt hier zurück. Guck mal, siehst du das? Ja. Finde ich gut. Dann haben wir... Ja, was so ein Multitool halt kann. Ich vermute mal... Ach ja, hier eine Säge. Zack. Dann haben wir auf der anderen Seite das Messer. Finde ich auch gut. Warte mal, ist die feststehende Klinge? Ja, feststehende Klinge. Finde ich auch gut. Ist wichtig, weil wenn du jetzt hier so Popels machst und tust und dann abrutscht und dir das auf die Finger, ist schlecht. Hier ist die Arretierung. Drückst du runter, machst du wieder zu. Andere Seite haben wir... Ah, Schraubenzieher, Bieröffner, Flaschenöffner, Entschuldigung. So. So, geil. Was war noch? Kreuz, das andere war Schlitz. Säge, ja. Zange. Ah, das, was man braucht, ist dann. Das ist so die Basics. Finde ich gut. Ganz ehrlich, ich habe mein Multitool immer am Mann, beziehungsweise jetzt gerade, weil ich es in der Gürteltasche. Nicht, aber ansonsten immer. Das ist halt, ich finde es geil, braucht man. Vor allem, es ersetzt tatsächlich auch so ein normales Messer. Das brauchst du dann nicht. Weißt du? Du hast doch ein Messer, aber du hast halt noch eine Zange bei. So, Outdoor-Handtuch groß. Max, hilf mir mal. Das hier, oder? Maybe? Ja, das ist... Was war das? Das war... Ach, das war der Clip. Ja, ich bin manchmal ein bisschen grobmotorisch, deshalb ist es ein bisschen schwierig. Was ist es? Das ist wirklich groß. Holy fuck. Geil. Der Vorteil bei diesen Handschuhen ist, ich merke das schon beim Anfassen, das trocknet ultra schnell. Mikrofaser? Ja, so Mikrofaser. Das ist geil.
Nice. Muss ich ehrlich gestehen, würde ich in Oliv noch mehr feiern. Aber gut, das ist halt Geschmackssache. Titanbecher? Ich vermute mal hier, weil... Boah, das ist so leicht. Max, tu mir mal gefallen. Da denkst du, der ist leer. Ja. Ja. Das ist der Vorteil von Titan. Ich glaube, so ein Ding habe ich tatsächlich auch in meinen Unimog gepackt. Zum Kochen. Nischelnagel neu. Ah, geil. Weißt du, was auch geil ist mit Henkel? Dann kannst du es einfach übers Feuer hängen. So, weißt du? Meiner hat zum Beispiel sowas nicht. Da habe ich schon ein paar Mal so gedacht, Alter, jetzt wäre geil, dass man den irgendwie mit dem Stock ins Feuer stellen kann und mit dem Stock wieder rausholen kann. Ja. Weil sonst verbrennt sie die nämlich jedes Mal die Pfoten hier. Ja? Geil. Feuerstahl. Ah, hier. Das ist er. Das ist ein Feuerstahl, das erkenne ich. Oh. Das scheint aber noch nicht alles zu sein, da gibt es noch mehr. Was haben wir hier? Batterien. Okay, auf jeden Fall eine Batterie. Eine bestimmte kleine Taschenlampe, oder? Eine Laschenlampe? Meinst du? Was haben wir denn hier? Oh, geil. Das sind diese Sturmfeuer-Dingsbums. Warte mal, Streichhölzer, Zündhölzer. Aber das sind... Nee, sind sie nicht. Es gibt auch so diese quasi selber entzünden. Ah, okay. Die kannst du an jeder Oberfläche einfach dann, ja, oder? Ah, aber... ja. Boah. Rudi, die zünden ja richtig. Ja, die brennen anders als normal. Ja, die brennen auf jeden Fall heißer. Das siehst du auch schon. Sie aufpusten? Nee, kannst du nicht auspusten. Ja. Geil. Ja, gut. Ne? Und was hatte ich verpackt? Auch wichtig. Ist halt geil. Nice. Was haben wir hier? Vermutlich. Eine Funzel. Und ich weiß aus Erfahrung, eine Funzel ist wichtig. Ist einfach wichtig. Gerade wenn es so im Dunkeln darum geht. Ja, das ist jetzt hier kein ultra hochwertiger, weiß ich nicht was, sondern ist halt so auf normalem Level, was du halt so schnell... Hier, guck. Ist halt eine Taschenlampe. Krass. Kannst du auch Fokus verändern? Ja, guck mal. Fokus kannst du auch verändern. Kannst auch noch blinken. Strobo, normal. Kannst hier so den Kegel verändern. Na, ist doch gut. Sehr gut. Aber wir wollten ja den Feuerstahl. So. Feuerstahl mit. Achtung. One wall free. Nice. Nice. Blablabla. Feuerstahl, Stromschleuchter, Kocher. Siehst du einen Kocher? Ah, hier. Ein Kocher. Ja, das ist ein klassischer S-Bit-Kocher. Finde ich geil. Vorteil bei S-Bit. Kleines Packmaß. Aber ich sag's euch, wie es ist. Guck mal, zwei Blöcke. Ah, nee, vier Blöcke. Eins, zwei, drei, vier sind so unterteilt. Was ist das? Was ist das hier? Was macht man damit? Eine Abdeckung oder? Eine Abdeckung? Was mache ich damit? Gute Frage. Leute, was mache ich damit? Was macht man damit? Hat irgendjemand eine Idee? Also ich kenne das so, du legst... Das war jetzt noch da random bei. Oder kommt das hier so drauf? Ach, das ist einfach zum Zumachen. Ah, damit du quasi... Da kannst du... Damit Wind und so. Okay. Ja, geil. Einfach, aber effektiv. Ich sag's gleich, auf 2000 Meter Höhe, bei minus irgendwas Grad, funktioniert es nicht. Aber gut, wir fliegen ja auch nicht auf 2000 Meter Höhe, glaube ich. Das ist ja Quatsch. So, das haben wir auch. Dann haben wir IFAC Pouch. Das ist das SF. Weißt du, wofür IFAC steht? International First Aid Kit. Richtig, exakt. Das gute IFAC. Das kommt mir bestimmt bekannt vor. Sam West Wild hatte jeder so ein Ding. Tatsache, das ist das, was die Leute am Mann hatten während der Serie. Ich weiß es genau, ich hatte es 7 Tage an mir. Und das vergisst man so schnell nicht. So, ja, finde ich auch, ist auch wichtig. Guck mal hier, eine Schere, ein bisschen Mullbinde, eine Zeckenzange, eine Rettungsdecke. Was haben wir hier noch? Hautreinigungstuch, Rettungsdecke. Was war das denn hier? Ach, hier Pflaster. Tourniquet. Ja, Tourniquet. Eine Schere, also eine Textilschere. Was haben wir hier? Wundkompresse. Ja, damit kannst du auf jeden Fall schon mal die Erstversorgung auf jeden Fall generieren. Also zumindest, ne, wenn du irgendwie dich schneidest, dich verletzt oder sowas. Wenn du eine Platzwunde hast, random durch einen Ast. Durch einen Ast, den du halt vom Baum trittst. Passiert. Haben wir gesehen. Geht ganz schnell. Dann haben wir einen Tarp. Ach so, das hier ist das Tarp. Geil.
Ja, ultra wichtig. Ich sag's euch, wie es ist, wenn du draußen unterwegs bist und du musst dich irgendwo zurückziehen, brauchst du eine regenfeste Überdachung bzw. Unterschlupf. Tarp packe ich jetzt nicht aus. Könnt ihr euch vorstellen, das ist eine große, lange Plan. Die kann man auf Dreieck spannen oder runterspannen oder ablegen. Man kann zur Not sich einfach einwickeln wie so ein männlicher oder menschlicher Burrito. Wenn es ganz hart auf hart kommt, wenn ihr keine Lust habt. Geil. Finde ich gut. Hast du das schon mal gemacht, den Burrito? Ja, ich habe das schon mal gesehen, wie einer das gemacht hat. Bei minus 4 oder minus 8 Grad auf einem Bushcraft-Treffen. Morgens wäre ich wach, gehe aus meinem Zelt, was ist das denn? Ein Stück Plane. Da war einer so fertig, dass ich einfach nur in diese Plane eingewickelt. Aber hat sich schon noch auf eine Isomatte gelegt. Ich glaube, da war was drin, ja. Aber viel war da nicht. Ah. Alter, ich sag so, wie er da pennen konnte. Der menschliche Burrito. Werde ich so schnell nicht vergessen. War geil. Schon 1000 Jahre her. Trinkflasche 750 Milliliter. Ah, sehe ich mich. Oh, die ist aber auch eins nice vom Design, finde ich. Da kommt dieses On-Fire-Logo. Was ich auch wieder gut finde, es ist Edelstahl. Edelstahl bedeutet, du kannst es zur Not einfach ins Feuer stellen. So, finde ich geil. Achtung, der Deckel ist nicht aus Edelmetall, deshalb den vorher abmachen. Sehr gut. So, was haben wir noch? Eine Taschenlampe. Ach klar, die hatten wir ja hier. Die hatten wir hier, die Taschenlampe. Survival Spork. Ich vermute, das ist hier drin. Spork ist quasi Spoon und Fork. Göffel. Ein Göffel. Ja. Brauchen wir nichts zu sagen, da kenne ich aber einen besseren. Nein, ist nur Spaß. Der Survival Martin Göffel ist hübscher, finde ich. Aber auch hier, easy Nummer. Ne? Karabiner. Zack. So, geil. Was ist noch? Paracord 100 Fuß. Auch sehr geil. Paracord ist aber multifunktional. Wir haben zum einen, haben wir da drinne eine Angelschnur. Ey, das müssen wir mal zeigen. Das ist halt, finde ich spannend. Ich habe das letztens gerade erst wieder an der Hand gehabt. Hier. Dann hast du hier einmal die Angelsehne. Kannst du die erkennen? Wenn ja, sag mal. Die ist halt sehr fein. Warte mal, ich muss das mal anders machen. Guck mal hier. So. Und dann nehmen wir mal einen grauen Hintergrund. Und dann guck mal, die ist so ultra fein. Die sieht man ganz schwer. Da. Sieht aus wie ein Haar. Hier. Ach so, da. Ich habe sie selber nicht gesehen. Alles gut. Scheiße, ja. Sehr, sehr, sehr geil. Angelsehne. Das ist hier, glaube ich, der Zunder. Ich würde es tatsächlich gleich mal ausprobieren. Ich habe da einfach gerade Bock drauf. So, pass auf, wir haben ja hier Feuerstahl. So. Und ich glaube, wenn man den hier so ein bisschen. Ist ja hier Zunder. Wir wissen ja, das ist so Wachs, irgendwas in Wachs getränktes irgendwas. Ich mach das mal so ein bisschen, räufel das mal so ein bisschen auf. Aber das ist trotzdem so reißfest wie richtiges Paracord, ne? Ja, sogar noch besser, weil du hast ja dadurch noch mehr Seelen. Weil du hast ja die einzelnen Seelen, hast du ja trotzdem. Nummer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und hast aber dazu noch die Angelschnur und... Ach, die sind da exklusiv noch drin. Die sind exklusiv dazu, genau. Das ist halt das Ding. Das ist halt multifunktional und das ist halt geil. Genau, du hast halt Zunder, Angelschnur, genau, und 30 Meter Paracord. So, pass auf, ich versuche das jetzt mal. Mich interessiert das halt ultra, ob das hier sofort zündet. Keine Ahnung. Da ist das Zeug. Ja, hast du gesehen? Ja. Warte nochmal. Da und es brennt. Ja, geil. Das ist halt. Und das ist, was ich meine. Überleg mal, du hast es ja eh dann bei und hast halt sofort multifunktional einen Haufen. Geil. Einfach, sorry, da fällt mir nichts so ein. Einfach nur cool. Wie Jack Peralta sagen würde. Ja, also ganz ehrlich, warum sollte man anderes Paracord verwenden als das? Weil das wahrscheinlich teurer ist als ein normales. Aber gut, das ist halt, das muss halt dann jeder selber wissen. Aber ich finde es geil, dass es überhaupt sowas gibt. So. Funktioniert, prima. Paracord haben wir. Jetzt kommt die Transportbox stoßfest. Ich vermute stark, dass die das hier ist. Die kommt mir auch sehr bekannt vor. Die sieht aus wie mein Angelset von Seven Wars Wild. Aber meine war ein bisschen kleiner. Was ich zum Beispiel gleich sagen würde, da kann schon was mit die Taschenlampe rein. Und das war's. Aber ich weiß nicht, was man jetzt hier reinmachen könnte. Ein Handy? Ein Rolex? Keine Ahnung. Aber zur Not, sage ich dir ganz ehrlich, nimmst du die raus, dann hast du eine Box an sich, die noch mehr Platz bietet. Ja. Keine Ahnung, kannst du irgendwas mit Sammeln, Bären oder sowas? Ich weiß nicht. Das ist multifunktionell. Gut. Vielleicht hat er auch einen Gedanken dazu, den ich jetzt nicht habe. Dann musst du es mir sagen, Niki. Dann weiß ich es nicht. Gut. Ich glaube... Achso, 3 Pakete Convariegel. Ja? Finde ich gut. Also Convariegel, muss man sagen, sind einfach hochgepresste, energiehaltige
Substanzen. Warte, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Weed ist doch Weizen, ne? Ja. Also es sind Weizen, Energieriegel mit Vitamine und leicht gesalzen. Steht doch da auf Deutsch. Oh, bin ich doof. Hab's mir einfach hier übersetzt, weil da auf Englisch, weißt du? Und dann drüber steht's auf Deutsch. Ja, angereichert wie Sau. Hier haben wir den Geschmack. Keine Ahnung. Sind das hier haben wir Chocutino. Den habe ich schon probiert. Das ist geil. Warte, ich gehe mal in den Schatten, dann siehst du es besser. Chocutino finde ich sehr, sehr geil. Schmeckt mir sehr, sehr gut. Und das ist hier Multivitamin. Schmeckt nicht wie eine Brausetablette. Das schmeckt besser. Das schmeckt richtig gut. Sind das so Dinger, die in E-Pass drin sind? Ja, stellenweise genau. Ja. E-Pass oder halt auch bei Tactical Food Pack hast du sowas auch drin. So, das war jetzt die Inhaltsübersicht, was jetzt hier so quasi in diesem Bug-Out-Bag drin ist. Ich sag dir ganz ehrlich, mir fehlen erstmal ganz grundlegend zwei Sachen. Wir haben zwar einen Tab, ja. Wir haben auch Paracord. Aber das ist jetzt nur Kritik auf hohem Niveau. Alles, was hier schon drin ist, finde ich schon ziemlich gut. Ist schon sehr gut durchdacht. Auch vieles dabei. Außer so zwei, drei Sachen, die ich definitiv noch dazu packen würde. Ich habe auch schon Bescheid gesagt. Niki weiß auch schon Bescheid, dass ich das so denke. Aber er sagt, das ganze Ding wäre dann zu teuer. Und er sagt auch, und das ist nämlich das Thema Schlafsack oder Schlafsetup. Er sagt auch, dass die meisten zu Hause eh einen Schlafsack haben. Ich bin aber der Meinung, keiner hat zwei Schlafsäcke, weil ich benutze meinen ständig, stets und überall. Und den zweiten, den will ich ja fest schon verankern, damit der Rucksack schon fertig gepackt ist. Verstehst du? Das heißt, eigentlich würde ich es noch anbieten, den Rucksack plus ein Schlafsetup. Das heißt, ein Schlafsack, Niki hat ja einen. Den On-Fire-Schlafsack, genau, ja. Der ist ja gut. So. Und dazu eine Isomatte. Guck mal, er hat ja schon einen in seinem Shop. Übrigens ist meine Notfall-Isomatte, die ist jetzt schon ein paar Mal benutzt. Ultra kleines Packmaß, in 2 Sekunden aufgepustet. Warte, ich zeig das. Rückschlagventil und fertig. Wie lange hat das gedauert? 10 Sekunden? Ja. Wenn überhaupt. So. Ein ganz kleines Packmaß, easy peasy, lemon squeezy. Mir ist schwindelig. Hallöchen. So. Und schon ist dieses Problem gelöst, was jetzt das Schlafen angeht. Weil, ey, ganz ehrlich, ich vermute stark, wenn du weg musst, musst du auch eine Nacht draußen klarkommen. Und da sage ich ganz klar, Isomatte, Schlafsack und, was ich auch noch reinpacken würde, ist, das mag hier zwar gehen, ja, aber das macht natürlich so, ich sag mal, wenn du das gut aufteilst, ist das vielleicht, ist das ein Tag. Weißt du, morgens, mittags, abends. Einfach noch, weil er hat ja alles da dafür, ne? Er hat ja auch das Koch und so, das wäre dann... Würde ich halt auch noch mit reinpacken. So ein Grailer mit rein, das passt. Also, ist eine runde Nummer, würde ich sagen. Schlafsack, Isomatte, Grail und was zu fressen noch extra, würde ich noch dazu packen, um das Ding quasi perfekt zu machen. Aber der Rest ist schon sehr gut durchdacht. Also, und ich finde, das ist gar nicht so viel für ein Bug-Out-Bag. Da geht noch ein Schlüpper rein, da kommt noch vielleicht eine Regenjacke rein, ein Poncho. Poncho wäre auch noch so eine Idee. Wir sind ja hier in Mitteleuropa, da ist halt auch manchmal viel mit Regen. Max, was sagst du denn? Was sagt ihr denn? Ich finde es spannend. Also ich finde es eine gute Idee. Ja. Vielleicht kann man ja auch einfach zwei Varianten von dem Bug-Out-Bag anbieten. Ja, einmal eine Luxus- mit Schlafsetup, genau. Und so für, ja. Ja, für Leute, die das noch nicht haben und das sich wegstellen können dann so. Genau. Also ich denke mal, das ist also auch easy gepackt dann. Du, ja. Wir nennen das jetzt hier Bob und Bug-Out-Bag. Das kann man auch als ganzes normales Startup-Setup für ein Bushcraft-Wochenende nehmen. Exakt, genau. So ein richtiges. Das ist ja halt hier schon, das ist ja schon gut ausgestattet. Damit kannst du auch schon easy mal eine Nacht draußen packen. Die Leute fragen dich auch voll oft so, yo, was, ich bin Anfänger, kannst du mir eine Standardausrüstung empfehlen? Genau. Und kannst sagen, hier, Bob. Ja, und hier, Gewicht nur von der Inhaltgeschichte mit Rucksack zusammen sind 5 Kilo. Das ist nichts. Das ist gut. Das ist gar nichts. Das Schwerste ist der Rucksack. Der wiegt 1500 Gramm. Und das nächstschwerste ist das Tarp mit 870. Dann haben wir das IFAC mit 500 Gramm. Diese Converse-Riege 365 Gramm. Aber überleg doch mal, das ist halt, ja, ach so, genau. Die haben, das wollte ich nämlich mal kurz sagen. Da hat 100 Gramm haben 500 Kalorien knapp. Hier sind 120 Gramm. Also das sind quasi 500 Kalorien. So knapp gesagt, 500 Kalorien. Verteilt über den Tag ist das genau ein Tag. Ob das jetzt schmeckt und ob das jetzt nervt und geil ist, wir reden von Notfall, weißt du? Aber wenn man es als Bushcraft-Startup-Setup nimmt, bueno. Ja, ich würde mal sagen, da haben wir auch einen Link in die Beschreibung. Ja. Da gehen Grüße raus. Aber weißt du, was ich noch einpacken würde da? Sag mal. Ein Y-Food. Ein Y-Food? Das ist eine gute Idee. Ich habe heute auch noch nicht großartig viel gegessen. Dieser Livestream wird natürlich von Y-Food gesponsert. Y-Food ist nichts weiter als eine fertige Trinkmahlzeit. Könnte man auch wunderbar hier mit integrieren. Dann packst du nur so 3 Flaschen davon rein. Ja, und Riegel. Und Riegel, genau. Riegel gibt es davon auch, ja. Perfekt. Und was gibt's da noch zu sagen? Prost. Mhm. 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 Mhm.
Kleiner Kick Ananas und so dickflüssig wie ein Joghurt. Boah, das ist richtig lecker. Alter. Gib her hier, meins. Ach so, genau. Wenn du Bock haben solltest, auch noch nicht probiert haben solltest. Solltest haben, solltest, würdest, konntest. Nein. Wenn ihr auch noch nicht probiert habt, aber probieren wollt. Link ist auch in der Beschreibung. Denkt daran, kommt ins Team Martin. Mit Martin 10 spart ihr 10% und unterstützt mich und meine geisteskranken Projekte. Ja, die jetzt demnächst wieder anlaufen. So Unimog und so. Deshalb Prost und alles gar nichts muss. Ne? Das ist alles nur, wenn ihr Bock drauf haben solltet. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. So, das war zum Thema Y-Food. War eine super Überleitung. Danke, Max. Ja. Jetzt mal, was kostet der Rucksack? Ja, das genau, das wollte ich nochmal, exakt, das wollte ich rauskriegen. Es wurde gerade hier im Chat nämlich geschrieben, 329 kostet der. Das kann ich jetzt nicht bestätigen. Also ich weiß es nicht. Warte, ich guck mal, der Bob. Ja, aber es ist halt auch schon viel drin, ne? Und es ist alles drin, außer ein Schlafsack und die Isomatte. So, wo ich denke, so, ey, damit kannst du losziehen. Ja, der kostet tatsächlich 329 Euro. Ja gut, dann verstehe ich auch, warum man sagt, okay, wir lassen den Schlafsack weg, weil man davon ausgeht, den hat man schon, weil es wird natürlich dadurch weitaus teurer. Sagen wir mal, 329 plus noch ein Huni für den Schlafsack, sind wir bei 429 plus die Isomatte, 429, ich weiß nicht, was die kostet, ich glaube, die kostet 30 Euro, 429, also 460. Sagen wir mal, schlappe 500 Euro würde quasi ein fertig gepacktes Bug-Out-Bag, aber da reden wir hier schon von einer Variante, wo ich sage, Alter, das ist schon Premium, weil ey, es fehlt ja nichts. Weißt du, außer dir noch was zu essen einpacken und ein Schlüppi, das ist es ja. Das klingt im ersten Augenblick viel Geld. Aber es ist ja auch für die Leute, die sagen, ah, ich will mir keine Gedanken machen, ich will was Fertiges haben. Und da bin ich absolut dabei, sage, dann ist das nicht viel Geld, dann ist das eine einmalige Investition. Und sag mal so, für jeden Haushalt, beziehungsweise für eine Person so ein Ding, klar, 500 Euro. Aber ich überlege gerade, wenn ich mir selber einen packen würde, ich müsste mir einen Rucksack kaufen. Ey, versuch mal einen Rucksack irgendwo zu kriegen, in der Größe, mit der Robustheit, für unter 100 Euro. Oder, weißt du, was ich meine? Das, naja. Ich weiß, die von TT zum Beispiel, die kosten alle 250 bis 300 Euro in der Größe. Also, überleg mal, da bist du schon wieder bei dem Preis, was das ganze Ding zusammen kostet. Handschuh könnten noch mit rein. Gute Idee. Hat er ja auch, die schnittfesten. Genau, das wurde mir nicht gerade geschrieben. Ja, finde ich auch gut. Nicht, dass seine schnittfesten Handschuhe. Ja, die könnten hier auch noch mit rein. Weil du schwörst ja auch auf Handschuh, wenn man draußen ist. Safe. Handschuhe, Taschenlampe und eine Plane. Ist so für mich, bah. Also absolut. Ja, aber ich finde es geil. Ich find's immer spannend zu sehen, wie andere damit umgehen und denken. Und Niklas und ich, wir beide ticken relativ gleich. Wir machen das nicht nur aus Spaß oder weil wir hier irgendwas verkaufen wollen, sondern weil unser Spirit, dieses Prepared-Sein, schon, also da bin ich mit ihm sehr, sehr dicht. Absolut. Ich finde es geil. Vater, hat er gut durchdacht. Von mir kriegst du ganz klare Empfehlung. Mit dem Vermerk, Schlafsack, Isomatte, vielleicht auch den Wasserfilter. Wobei, muss man gucken. Gibt es auch andere Varianten. Es gibt auch günstigere und kleinere Varianten von Sawyer oder so. Das muss ja nicht der Grail sein. So, weißt du? Da könntest du aber die zum Beispiel schon wieder rauspacken, weil da hast du halt auch 750 Milliliter. So. Ne? Also ich würde das quasi als Startding nehmen, auch wirklich zum draußen einfach Bock an zum Craften haben. Ist halt einfach perfekt. Vor allem hast du nicht dieses ständige, okay, ich muss mir alles zusammensuchen, ich muss überlegen, wo habe ich was, wo habe ich wies, wo habe ich jenes. Und ey, Niki, lass es doch mal probieren, ob das Ding wirklich das hält, was es verspricht. Ich lade dich herzlich ein, wir beide zusammen. Du testest dein Bug-Out-Bag und ich teste mein Bug-Out-Bag und dann geht's los. Machen wir. Such einen Termin raus und dann gehen wir in die Wildnis. Habe ich Bock drauf. Hab ich richtig Bock drauf. Oh, so einen klassischen Overnighter. Einfach wieder mal draußen in der Natur rumhängen. Blödes Zeug labern, ein Lagerfeuer. Da sehe ich mich. Da hab ich richtig Bock drauf. Ich glaube, Martin ist verrückt. Ja, ich sag's euch ehrlich, er ist verrückt und er lebt gefährlicher. Macht so Dinge, die hier sonst keiner macht und am Ende überlebt er nur knapp.